Gut. Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Schön, euch alle zahlreich heute zu sehen. Wir lernen heute über eine Pasuk von der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja war ein sehr Optimist. Und er sagt in Kapitel 31, sie halfen ein jeder seinem Nächsten, und zu seinem Bruder aber sagt er, sei selbst stark. Oder in Hebräisch, ich esrei eyu ja soiru, jeder unterstützt, hilft seinen Nächsten, und zu seinem Bruder sagt er, sei stark. Sie wissen, ein Mensch kann nicht in dieser Welt alleine leben. Eine macht Mehl, der zweite ist ein Bäcker. Eine bringt Eier und eine bringt Milch. Eine bringt Nadel und eine ist ein Schuster. Eine ist ein Schneider und eine ist ein Goldschmied. Jeder Mensch, wir Menschen, brauchen einer dem anderen. Schon, wenn ein Mensch ist geboren, er kann nicht alleine kommen in diese Welt. Er ist gebunden zu seiner Mames Schnur und man braucht noch einen Mensch, soll schneiden den Kontakt zwischen die Mame und das Baby. Genauso wie ein Mensch ist geboren, er braucht eine Dritte, eine Hilfe. Auch wenn ein Mensch geht weg von dieser Welt, wenn er stirbt, er kann nicht alleine sterben. Er braucht Hilfe. Soll man ihn beerdigen? Soll man ihn legen in die Erde? Und genauso wie in Geburt und in Tod braucht er Menschen und er kann nicht alleine kommen. Und er kann nicht alleine gehen. Genauso am Leben kann der Mensch nicht alleine leben. Er braucht die ganze Zeit einen Rahmen von Menschen. Wenn er ist klein, geht er zum Kindergarten. Warum geht er in den Kindergarten? Soll er bleiben in der Stube? Nein, nein. Er muss sehen andere Kinder. Er muss sich entwickeln. Später geht er in die Schule. Warum geht er in die Schule? Soll er bleiben zu Hause? Nein, er muss lernen, umgehen mit anderen Leuten. Später lernt er Beruf, heiratet er. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nehyeh Bidvorei. Also, und später braucht er einen Mann oder eine Frau, und kommen Kinder und es ist nicht gut, alleine zu sein. Warum? Weil alleine schafft der Mensch nicht alles. Auch wenn der Mensch glaubt, oh, ich bin Moshe Groß, ich kann alles alleine schaffen. Gott hat so gemacht in der Welt, dass wir Menschen einer dem anderen hilft und einer dem anderen unterstützt. Das heißt, ein Mensch schafft nicht die irdische Welt alleine und er schafft auch nicht die himmlische Welt alleine. Er braucht für beides Unterstützung. Und das ist unser Thema heute, was wir gehen reden. Dankeschön, das ist nötig. Ich beginne mit einer Geschichte. In den alten Zeiten war noch nicht richtig so eine Autobahn, so wie heute, so eine Gleis mit Zug. Es war eine Gruppe von Händlern, die sind einmal im Jahr gefahren zur Messe, zu dem Market in Leipzig. Was haben sie gemacht? 20, 30 Händlern haben zusammengenommen Waggons
und Pferden und zusammen gefahren und waren dort ein paar Wochen, gekauft, verkauft und so war das jahrelang. Bis irgendwann hat man gemacht die ersten Eisenbahn, die ersten Autobahn. Und es war ein Mann, er hat gesagt, ich fahre alleine. Ich fahre nicht mit der Gruppe. Die Leute haben gesagt, aber fahr mit uns. Es ist sicher. Er sagte, nein, nein. Ich fahre alleine durch den Wald. Und er ist gefahren durch den Wald. Und ihr könnt vorstellen, sind gekommen Räubers. Hat man ihm alles genommen, hat man ihm geschlagen. Und dann ist er gekommen zu seinen Freunden und er hat erzählt, was passiert. Sie haben ihm gesagt, du bist selbst schuldig. Wer geht alleine? Warum gehst du alleine? Wir sind schon eine Gruppe. Wir gehen schon jahrelang zusammen. Wenn einer macht etwas alleine, soll er wissen, auf die langfristig wird das nicht gelungen. Irgendwann braucht jeden Mensch alle anderen Menschen. Aber jeden Mensch braucht gleichzeitig beides. Ein bisschen zurückziehen, ein bisschen alleine und viel mit anderen Leuten. Das heißt, was machen heute Menschen? Viel alleine und ein bisschen mit vielen Leuten. Es muss sein umgekehrt. Alleine nur ein bisschen. Mit vielen Menschen viel. Und darum gehen wir heute reden. Steht geschrieben, wenn ein Mensch lernt alleine, sein Kopf wird irgendwann stumpf, taub. Er lernt nicht weiter. Warum? Weil wenn zwei Leute lernen miteinander oder in einer Gruppe, dann das Lernen hat eine andere Kraft, hat eine andere Macht, hat eine andere Qualität. Warum? Weil zwischen vielen Leuten ist Erscheinung Gottes. Und in dem Moment, wo viele machen etwas zusammen, hat das ein anderes Niveau vom Lernen. Deshalb, wenn wir beten jeden Morgen, alle Gebete sind plural, nicht singular. Wir beten, mach uns alle gesund. Gib uns alle ein gesegnetes Jahr. Gib uns alle Verstand und Vernunft. Also wir beten Gott, soll er uns alle gute Sachen gleichzeitig geben. Deshalb, weil wir beten Gott plural und nicht singular, sagt der Arizal, Rabbi Yitzchak Luria, dass jeden Morgen vor dem Gebet, wie soll ein Mensch beginnen zu beten? Hareini mekabel olai. Ich nehme auf mir mitzvas ase, ein Gebot von ve'avta lereacha kamocha. Ein Mensch soll beginnen sein Gebet, dass er ist einverstanden, er deklariert, ich bin bereit, alle Menschen zu lieben. Ich bin bereit, alle Menschen zu lieben, wie mich selbst. Warum? Weil wir sind Menschen, alle Kinder von Gott. Wir kommen alle von Adam und Eva. Und wenn deine Hand tut weh, die andere Hand spürt es auch. Wir sind alle dieselbe Körper. Und wenn ein Teil vom Körper tut weh, tut uns auch weh. Du kannst nicht sagen, ja, das tut ihm weh, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist seine Körper, ist meine auch. Wir sind alle in dieselben Schiff. Und deshalb, es geht uns alle an. Okay. Steht geschrieben, es gibt nichts Besseres als Frieden. Wenn Geschwister, wenn Freunde, wenn Gemeinde, wenn Gesellschaft, wenn Familie hält sich zusammen, alle gewinnen. Alle gewinnen. Was heißt alle gewinnen? Jeder hat von dem anderen viel mehr als jeder alleine. Jeder alleine wird nicht so viel haben als alle zusammen, weil zusammen es ist ein Gefäß, die hält ein Segen Gottes. Und wenn ein Mensch denkt nur über sich, das sind so wie Fische im Meer.
kommt eine große und schlingt die kleine. Aber wenn Menschen wollen miteinander, füreinander da sein, da die Welt wird sein ein Gan Eden, weil jeden Mensch in dem Moment, wo er ist ein bisschen schwach geworden, kommt dem anderen und so wie wir haben begonnen, er sagt dem Chazak. Was heißt Chazak? Sei stark, motivieren, sag ein gutes Wort, weil ein Mensch alleine manchmal hat keine Kräfte. Aber wenn einer sagt ihm ein gutes Wort, soll er stark sein, soll er kräftig sein, plötzlich kriegt er Kräfte. Okay. Vor Pesach gibt es zwei Wege, Matzes zu essen. Man kann kaufen Matzes von Bäckerei und es gibt eine Gruppe, sie heißen Chabure. Chabure heißt eine Mannschaft, die geht und sie mietet die ganze Bäckerei und sie wollen alles alleine machen. Sie wollen kneten, sie wollen rollen, sie wollen backen. Diese Chabure, alle schwitzen und diese Matzes sind extra koscher. Warum diese Matzes sind extra koscher? Nicht nur, weil hat man das nicht gemacht, so wie Fabrik, um zu verdienen, sondern weil die Chabure, weil die Gruppe, alle haben zusammen etwas gemacht. Und wenn Menschen machen gemeinsam Chabure, diesen Matzes haben höchsten Qualität, was gibt in dieser Welt. Warum? Weil in dem Moment, wo jeder bringt zu der Gruppe seinen Beitrag, seine Leistung, seine Fähigkeiten, dann die ganze Gemeinde genießt doppelt. Jetzt beginnen wir, die Idee noch ausführlicher zu bringen. Steht geschrieben, dass Jakob, als er hat begegnet mit seinem Bruder, er hat verteilt seine Familie und seine Vermögen. Ein bisschen hier und ein bisschen da. Warum? Es gibt so einen Spruch, soll man nicht legen alle Eier in einen Korb. Warum? Weil wenn die Eier sind kaputt, hast du gar nichts. Was hat gemacht Jakob? Jakob hat gelegt ein bisschen auf die rechte Seite, ein bisschen auf die linke Seite und er hat gewusst, wenn kommt Esav zu diesem Lager, dann habe ich noch das andere Lager, habe ich noch was gerettet. Und wenn er kommt hierher, dann kommt er zu dem anderen Lager. Nicht nur Jakob hat das gemacht, auch der Prophet Ovadia. Sie wissen, wenn Achav und Isabel wollten alle Propheten umbringen, der heilige Ovadia war ein großer Tzaddik, Prophet Ovadia. Er war sogar von Edom, ein Konvertierter, Ovadia, großer Mensch. Und Ovadia hat genommen 100 Propheten und er hat die 100 Propheten gegeben, Geld und Brot und Wasser von seiner Tasche und er hat sogar Geld geliehen von anderen Leuten, um diese 100 Propheten zu unterstützen. Was hat er gemacht mit den Propheten? 50 hat er versteckt in eine Grube und 50 hat er versteckt in eine andere Grube. Warum? Falls diese 50 werden sterben, jemand wird sie entdecken, gibt es noch andere 50. Okay. Warum erzähle ich das alles? Weil wir haben gesagt, dass Menschen und Freunde müssen einen dem anderen unterstützen in irdische Sachen und auch in himmlische Sachen. Zum Beispiel bei Chassidim. Bei Chassidim ist sehr wichtig, dass man sitzt zusammen und man isst etwas und man sagt einer dem anderen L'chaim. Warum sagt man einer dem anderen L'chaim? Weil einer unterstützt dem anderen und wenn einer sagt L'chaim, was sagt der andere? L'chaim velivroche. Chaim und Segen zurück. Steht geschrieben, das was kann machen eine chassidische Verbringen, kann nicht machen Engel Michael. Engel Michael hat nicht so einen Einfluss auf den lieben Gott
wie Menschen, die sitzen zusammen mit Liebe, mit Freude, Gemeinsamkeit und sie haben denselben Tisch und man sitzt zusammen mit Liebe in einem Verbringen und einer sagt dem anderen Lechaim und der andere sagt dem Lechaim Velivroche. Das heißt eine riesige Kraft im Himmel, wo einer dem anderen unterstützt. Ich gebe ein Beispiel. Ein Mensch kann alleine aufheben 50 Kilo. Sein Freund kann auch aufheben 50 Kilo. Wie viel können wir zusammen aufheben? 125 Kilo. Verstehe ich nicht. Ich kann alleine nur 50. Er kann alleine nur 50. Wie kann man zu Hause 125? Von wo kommt noch 25 Kilo? Das ist die Kraft von zwei Leuten. Jeden Mensch weiß, alleine schafft er nur 50. Aber zwei können schon 125. Ich gebe euch ein Beispiel. Gestern Abend war ich bei einer Familie und es war eine Shiur Torah. Wir haben gelernt über die Propheten, Könige, B. Und es war auf dem Tisch sehr viele Geschirr und Kuchen und Essen und es waren viele Menschen. Und beim Ende von dieser Shiur, beim Ende von der Vorlesung, sagt die Hauselterin, die Gastgeberin, oi, Enlikoach, ich habe keine Kraft jetzt, alles zu aufräumen, zu neu kleben vom Tisch. Ich habe gesagt, alle Leute, weißt ihr was? Komm, wir machen jetzt ein Experiment. Jeder soll helfen, 3 Minuten, nicht mehr. 3 Minuten vom Tisch aufräumen. Sie hat gesagt, nein, braucht man nicht. Aber ich habe gesagt, man braucht. Weil wenn 10 Leute, jeder macht 3 Minuten, wie viel ist das? Wie viel ist das? Halbe Stunde. Und noch mehr, glauben Sie mir, es war wie 1 Stunde. Jeder hat gleich genommen, tak, 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 tak. Der Salon war in ein paar Minuten leer. Warum? Weil wenn Menschen einer dem anderen helfen, geht das einfacher, schneller. Und auch bei uns in die Synagoge, manchmal am Schabbat, gibt es sehr viele Bücher, überall. Ich sage den Leuten nach dem Gebet, ich habe eine Idee. Jeder soll nehmen 2, 3 Bücher zum Regal. Was passiert? In einer Minute, 20 Leute, 30 Leute haben alles gemacht gut. Das ist eine klasse Sache. Ich kann mich erinnern als Kind, als ich war im Cheder, es war eine Frau gekommen zu putzen, unsere Klasse. Und mein Rebbe hat gesagt, dass diese Frau ist nicht mehr jung und schade auf ihre Rücken. Ich bitte jeden Schüler, soll nehmen seinen Stuhl und legen seinen Stuhl auf den Tisch, dass wenn sie kommt, dass sie muss sie nicht beugen und aufheben die Stühle auf die Tische. Und wenn das ist 35 Schüler, jeder macht kleine Hilfe, legt das auf den Tisch und sie kommt und sie putzt. Stell mal vor, jeder lässt das so. Wie viel Arbeit gibt das? Ja. Deshalb, diese Idee ist überall in der Welt wichtig. In die Familie, in die Gesellschaft, in die Gruppe. Jeder kann machen ein bisschen. Steht geschrieben, Rashi sagt das, dass manchmal gibt das Hilfe einer dem anderen in einen Tausch. Zum Beispiel, Avraham Avinu hat gegeben 10% zu Malkizedek, zu Shem. Und was hat ihm Malkizedek zu ihr gegeben? Brachot, Segen. Er hat ihm gesegnet. Und Avraham wollte der Segen von Malkizedek. Und Malkizedek hat genommen die Zehntel von Avraham Avinu. Das heißt, manchmal kann jeder unterstützen und helfen dem anderen in das, was er braucht. Warum ist es so wichtig? Weil ein Mensch alleine weiß nicht alles. Und zwischen uns Menschen ist immer wichtig, auch
mit offenen Ohren und mit offenen Augen zu sein wegen Information. Eine braucht Hilfe, eine braucht Pflege, eine hat Medikamenten. Jeder kann dem anderen, kann man vermitteln. Hast du zufällig gehört, jemand braucht so oder so? Und da will ich schließen die Idee. Alleine ist nicht gut. In die Gruppe, in die Gesellschaft, es ist immer besser, wie alleine zu leben. Und mein Rebbe hat immer gesagt, Hölle in die Gesellschaft ist besser als Paradies alleine. Paradies alleine geht nicht. Was ist alleine Paradies? Was machst du alleine? Der Mensch ist gewohnt, um mit anderen Leuten zu leben. Aber manchmal hat er keine Lust. Hast du keine Lust? Kein Problem. Ein Tag hast du frei. Nicht mehr. Mehr darfst du nicht. Später musst du schon mit anderen Leuten umzugehen. Interessant. Wenn Leute sitzen Shiva, Shiva ist 7 Tage nach dem Tod. Bei die Shiva kommen sehr viele Leute. Und sie lassen die Verwandten, die Trauernden, keine Ruhe. Früher, vor vielen Jahren, habe ich gedacht, das ist eine Belastung. Zu viele Menschen kommen. Heute verstehe ich, viele Menschen können Belastung sein, aber viele Menschen können auch eine Ablenkung sein. Weil wenn du bist alleine und einsam und du bist beschäftigt mit deinem Schmerz, dein Kopf kann kriegen eine Burnout, deine Birne kann sich brennen. Und wenn kommen Menschen können dir ganz schön auf die Nerven gehen, Menschen können ganz schön dir ungeduldig machen, aber Ungeduld, Nerven, das ist schon Leben, das ist schon dynamisch, das ist schon, du bist schon am Leben, es bringt dir wieder zu leben. Und nach 7 Tagen sagst du, oh, endlich Ruhe. Das heißt, du hast immer dem schönen Gleichgewicht zwischen die beiden. Gott soll uns alle helfen, dass wir immer am Leben nie alleine sein. Da sollen wir immer befinden in eine gute Gesellschaft, in gute Familie, in gute Freunde. Und so wie es steht geschrieben, soll ein Freund dir nicht zu viel sein. Immer eine mehr ist besser als eine weniger. Und wenn das ist nicht ein Freund, wenn das ist eine Bekannte, auch gut. Wenn das ist nicht eine Bekannte, das ist eine Nachbar, auch gut. Wenn das ist nicht eine Nachbar, das ist ein... Wie? Ein Fremder, auch gut. Die Hauptsache, irgendein Wort tauschen. Irgendeine Weg, Motivation zu haben von dem anderen. Freut mich, euch alle zu sehen. Ich wünsche uns alle einen gesunden Winter, eine Unterstützung einer dem anderen. Weil in dem Moment, wo ein Mensch macht etwas alleine, es ist schwierig. Wir haben einen Vorteil, gerade bei uns im Seniorenheim, dass du bist nicht alleine. Und manchmal, relativ zu den anderen, bist du besser. Manchmal relativ zu den anderen bist du gesünder. Manchmal relativ zu den anderen bist du dynamischer. Also du hast einen Weg zu vergleichen. Und wenn ein Mensch sitzt alleine zu Hause und beschäftigt nur mit sich, was soll er machen? Es ist nicht gut. Deshalb auch in dieser Kälte zu nehmen frische Luft, weiter benehmen mit anderen Leuten. Und alt zu werden, ist ein Segen. Ist ein Segen. Ist ein Segen von Gott. Viele Leute schaffen nicht, alt zu werden. Und wenn ein Mensch hat bekommen von dem lieben Gott so viele Jahre, er kann machen von seinem Leben das Beste. Die Kunst ist, von den Tagen, wo Gott hat dir noch weiter geschenkt, mach von diesen Tagen eine Herausforderung, weiter zu entwickeln, weiter zu unterstützen, motiviere andere ältere Leute, die denen nicht so gut, und sag den anderen Leuten, es ist nicht so gefährlich, kann man auch weiter leben. Bleib alle gesund und stark. Toda Rabah.